Leute, heute sind wir in Rottgau, in meiner alten Stadt. Bevor ich bei Dieburg gearbeitet habe, war ich in Rottgau. Und bei Rottgau Döner Kebab meines Onkels beschäftigt, als Angestellter, fast 24 Jahre. Jetzt bin ich mal wieder da, mal schauen, wie Döner schmeckt, wie es Flair ist. Mein Cousin ist da, meine ganze Familie machen Döner und das seit fast 30 Jahren. Und ich habe 1993 angefangen hier zu arbeiten, bis 2015 und dann habe ich angefangen, eigenen Laden zu machen, Selbstständigkeit. Baba. Oh. Baba. Wo ist der Güne? Ist er weg? Er ist gar nicht da. Guck, mein Cousin ist immer weg. Der ist unterwegs. Mal gucken. Wir warten jetzt erstmal. Güne, Baba. Bruder. Wie geht's? Selbst auch. Nach vielen Jahren. Mein Cousin, Güne, der ist auch schon sehr lange dabei. Wie lange bist du schon dabei jetzt? Gegrüßt. Angelernt worden mit so 16, 17. 16, wie alt bist du jetzt? 34, werde 35. Macht dir noch Spaß im Dönerbereich? Genau mein Ding. Genau dein Ding? Ja, ja, schon immer gewesen. Vorher haben wir zusammengearbeitet, über 10 Jahre glaube ich. War ein bisschen, hab alle Haare verloren wegen dem. Ja. Er hat auch immer noch die Haare, das ist gut, oder? Deswegen. Und seit 8 Jahren bin ich ja weg. Wie läuft's? Alles im Frieden. Alles bereich, sehr gut. Läuft. Döner läuft. Wir sind zufrieden. Zufrieden. Es dreht sich. Alles perfekt. Leute, als ich hier weg bin, ja. Nach 20 Jahren wurde dann der Laden renoviert direkt, als ich weg war. Das war echt ein Herz, so ein Stich ins Herz. War schon krass. Güne, wir wollen Döner essen. Sehr gerne. Herr Kameramann, was wollt ihr essen? Pommdöner? Und bei mir ein Döner, du weißt. Spezial. Spezial? Nicht spezial, so, du weißt. Soll schmecken, nicht so voll sein. So wie wir essen. Wir haben ja Kalbfleisch hier. Ihr macht das Spieß immer noch selber? Immer noch selber. Alles beim Alten. Wir, alles haben, beim eine kleine, wir haben jetzt eine Gewürzänderung. Bisschen? Klein wenig, aber immer noch. Immer noch gleich. Immer noch, ja. Wie vor 33 Jahren fast. Und Leute, ich war schon hier unten einmal. Da war ja auch ein Video dabei. Im Locanta Grillhaus, das gleiche hier. Wir haben mehrere Geschäfte hier gehabt. Wir haben ein Restaurant gehabt, den haben wir zugemacht jetzt. Haben wir zugemacht. Shisha war jetzt auch momentan zu. Okay, keine Zeit. Aber jetzt die Dönerläden sind noch da. Döner bleibt auf jeden Fall. Und das wird weitergeführt. Das ist fast Familienbetrieb. Alle von der Familie arbeiten bei uns und wir haben auch vielen die Soße beigebracht, sei es Kelkheim-Hattersheim, glaube ich, ist das? Ja, top. Langselbold, Dreieich, Elsenfeld, wo noch? Gibt es noch ein paar? Dreieich hast du schon. Habe ich schon. In Seligenstadt. Die Seligenstadt. Sind schon ein paar. Viele, also viele haben unsere Soße von meinen Onkels, das Geheimrezept, beigebracht gekriegt. Und die machen weiter und wir machen es auch hier seit langem schon über 30 Jahre und läuft, mashallah. Jetzt einen saftigen Döner, oder? Sehr aber saftig. Nur das Beste. Nur das Beste, jawohl, jawohl. Hoppa, jetzt wird Döner geschnitten. Hüsne, Hüsne. Was für Hüsne, was für Hüsne. Ich meine Güne. Früher habe ich immer gerufen, Güne, 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 Güne. Jetzt rufst du noch Hüsne, 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 Hüsne. Ja. Oh, sieht saftig aus. Muss nur noch schmecken, oder? Jawohl. Güne kann es auch auf jeden Fall. Er macht es auch mit Liebe, mit Hingabe, seit Jahren. Wenn Güne da ist, anders. Gelernt ist gelernt. Ne? Gelernt ist gelernt, ja. Maschallah. Stark. Güne Baba, was ist das hier? Ja, wir haben hier ist was Neues oder was? Was Neues. Das mag ich gar nicht, ey. Was ist 90er Jahre Döner? Nur Salat, Zwiebel. Wer hat es geändert? Onkel. Hey, welcher Onkel? Ja, der Kemal Yilmaz. Also, Kemal Baba, auf jeden Fall, Kemal Dahil, das geht gar nicht. Da muss schöne Scheiben Tomaten wie früher in den 90ern sein, nach meiner Meinung. Hoppa. Hast du Pommes in der Box? Pommes, ja. Hast du Pommes in der extra so ein Pommes, Dings? Nein, 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 mach mal in die Box rein, bitte. Ja? Wo Pommes draufsteht. Hast du was da? Ja. Ich hol mal das, Alter. Das ist das Respekt. Bei mir gibt's sowas nicht, aber bei Güney, Güney Baba. Aber ich hab's auch jetzt. Pommdöner. Ja. Mach da rein, egal. Zeig, was draufsteht. Was steht drauf? Pommdöner. Einzig wahre. Oh, wie ist einer, der die Verpackung hat. Mach wenig Pommes rein, der ist nicht so viel. Ja? Ist auf Diät. Wahnsinn. Der ist auf Diät. Oh, stabil, ne? Pommdöner, hast du gesehen? So. Opa, blitzt. Nick Baba, was für eine Soße isst du? Was nehme ich? Knoblauch? Ja,
Ohne Knoblauch, ja. Der hat noch Date, glaube ich, mit Mädchen, deswegen. Ja, junger Kerl. Junger Kerl, ne? Hoppa! Jago. Schlaf ein bisschen, mein Junge. Hoppa, ja. Scharf, nicht scharf, bisschen scharf. Aha. Jetzt mal dein Apfel nicht, ja. Jetzt wird Döner für mich gemacht. Döner, klassisch, ja? Mit allem drum und dran. Alles drin. Alles drin, alles dran. Geht immer mit Liebe bitte, ja? Immer. Immer mit Liebe. Ist immer mit Liebe. Ist ne, mit Liebe. Ja, das stimmt. Sagst du immer so zu dem, ja? Erklär mal, wer macht Döner bei denen? Kein Mitarbeiter macht heute den. Ich mach die Döner alle, persönlich. Ja? Sparst du dein Fleisch oder was? Nee. Bei deinem Cousin? Sogar bei mir machst du es so. Aber normal, Onkel Kemmer kommt gleich dann. Zeit. Schön, ein bisschen Salat, nicht so viel. Da schrumpft der Bizeps. Hoppa. Schön, schön Kraut, jawohl. Nur eine Tomate bitte. Nein, mach weniger Fleisch mehr Tomaten. Nee. Fleischtomaten sind das. Hier habe ich gearbeitet, die Leute, 24 Jahre lang. Da hat schon Haare gehabt, glaube ich sogar, als ich angefangen habe. Ja. Und dann hat keine Haare mehr. Ich kann Bild einblenden, du mit Haaren. Ja, ich mit Haaren. Genau, wollt ihr Bild sehen? So, schön scharf, ja? Wo sind scharf. Weniger oder noch? Ganz weniger, ja, nicht so viel. Oh. Hoppa! Bisschen scharf, scharf. Ja, doch, Turbo auch da. Ja, dann machen wir Turbo auch rein. Wenn ich huste, dann bist du schon Cousin. Erste Hilfe kann man noch leisten. Wollen wir draußen essen, Nick? Ja. Draußen? Ja, hier, 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 warte mal. Ja, da hast du noch. Stabile Pommdöner. Pommdöner. Jetzt gehen wir raus auf die Terrasse. Bisschen kalt, aber draußen ist ein bisschen angenehmer zu sitzen, glaube ich. Oder? Ja. Nick, aber mag, wenn so viele Leute da sind. Ja. Hoppa, mein Cousin macht schon bereit hier. Hoppa. Hoffentlich kracht nicht ein hier. Dankeschön. Nee, das ist stabil. Ja, ja, draußen. Im Sommer ist sehr schön. Ja. In Ischne. Ischne. So, Leute, wir haben unser Döner jetzt bekommen. Von Gene Baba. Rotgau Döner in Jügesheim. Das probieren wir mal, wie es schmeckt. Aber ich bin schon überzeugt, dass es schmeckt. Das ist von meinen Onkels. Guck mal hier. Mein Cousin macht Verluste. 4, 5 Servietten. Immer spendabel. Hoppa. Leute, Fleisch schmeckt echt, Papa wie immer. Selbstgestellte Spieße in Rotgau. Zeigen wir gleich. Wird vor Ort gesperrt, ja. Zeigen wir noch rein auf jeden Fall. Viele mögen auch das Brot etwas fluffiger. Mein Cousin hat echt knusprig gemacht und Döner gemacht. Jede seine Art, aber ich mag es so draußen, innen, außen knusprig, innen weich. Bei mir im Laden ist es auch so, mein Onkel ist halt das Brot richtig dünn, aber das mögen auch viele Leute. Alles Geschmackssache. Eingehackten Tomaten, ne, kommen hier nicht rein. Das war eine ganz normale Tomate, die reinkommt. Aber schlecht kritisiert mein Onkel. Sorry nochmal, Onkel, ja. Aber wie früher, wie bei mir, Leute. Gut belegt, schmackhaft, Fleisch schmeckt mal richtig durch. Die Schärfe hat er zu viel gemacht, mein Cousin, er hat es gut gemeint. Ich brenne schon, aber ohne Getränk, also Nick hat nicht nachgedacht wieder mal. So Leute, jetzt haben wir noch Cola Zero geholt, Diät wie immer. Und Nick hat bekommen auch Wasser, Christian, deutsches Wasser. Leute, hier schön saftig, läuft sie raus schon. Aber Nick gefällt das Fleisch besser als bei mir, sagt er. Hola Nick. Mein Kameramann, einziger Hater von mir. Boah. Bitte, sehr saftig. Reindippen die Soße. Das ist saftige Teil von das. Ja. Hoppa. Drei. So Leute, wir haben den Döner gegessen, war sehr gut, wie immer, wie in den letzten 30 Jahren.
Immer Baba, Günay. Danke für die Gastfreundlichkeit. Danke dir auf jeden Fall. War schön, dass du da warst. Leute, nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und kommentieren. Ganz wichtig, Leute. Ciao, ciao.